Seid ihr bereit? Kameras sind set. Bitte Ton ab. Warum ist Feminismus so ein Reizthema? Immer wieder kommt diese Frustration. Was wollen die Frauen? Was wollen die Feministinnen? Das Publikum wartet mit Spannung darauf. Was ist der biologische Unterschied? Das ist die falsche Frage. Immer noch die falsche Frage. Wie soll das gehen? Fangen wir mal ganz am Anfang an. Machen wir das Problem konkret. Es geht um die erwartende Wahrnehmung. Geschlecht, aber auch Race, ethnische Herkunft und Hautfarbe, sexuelle Orientierung, körperliche und physische Verfasstheit. Hinzu würde ich auch mal fügen, soziale Herkunft. Eine bestimmte Gruppe, die wir Frauen nennen, ist zuständig, und zwar gratis, für Sorgearbeit. Es gibt ein riesengroßes antifeministisches Interesse, natürlich. Jetzt nehmen wir das Beispiel, ein Mann, der weiß ist, der österreichische Staatsbürgerschaft hat und man denkt, super privilegiert. Aber dann plötzlich merkt man, der ist obdachlos, HIV infiziert und dann sieht man, die Verletzlichkeit unterbricht die Privilegien. Wir müssen immer wieder versuchen, Rassismus, Sexismus und Kapitalismus zusammenzubringen und ernsthaft zu analysieren. Dafür müssen wir uns aber eben bewusst machen, dass es Überkreuzungen von Mehrfachdiskriminierung oder Diskriminierungsformen gibt. Männer nehmen nicht in relevanter Zahl am feministischen Diskurs teil. Da denken Männer, das hat nichts mit ihnen zu tun. Und vor allem auch ein zentrales Element von Männlichkeit ist das Verbergen von Verletzlichkeit.